unterschreiben. Der Innenminister. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus, werte Damen und Herren, liebe Gäste. Österreich, und so sehen es unsere Landsleute, ist ein sicheres Land. 9 von 10 Österreicherinnen sagen, sie fühlen sich hier wohl, nicht nur wohl, was die Lebensqualität anlangt, sondern sie fühlen sich vor allem sicher. Das kann man durch einen Monitor, wenn man die Kriminalitätsstatistik von 2004 bis 2015 vergleicht, sehr, sehr gut auch unterlegen. Waren es im Jahr 2004 645.000 Straftaten, so waren es im Jahre 2015, wenn man hier sagt weniger, sind noch immer zu viele 517.000 Straftaten. Und es ist vom Jahr 14 auf 15 ein Rückgang der Kriminalitätsrate um 1,9% zu verzeichnen gewesen. Wir sehen aber bereits in den ersten Monaten des Jahres 2016, dass verschiedenste Deliktformen zunehmen und insgesamt es zu einem Anstieg der Kriminalität kommt. Und es ist ja die vornehmste und die wesentlichste Aufgabe eines Innenministers, mit den Experten sich zu überlegen, wie können wir diese Entwicklung, die von 2004 bis 2015 durch auch eine erfolgreiche Polizeiarbeit, aber insgesamt auch mit der ganzen Zivilgesellschaft ein gutes Ergebnis erzielt hat, wie können wir das wieder auch im Jahre 2016 erreichen, beziehungsweise wie können wir den derzeit spürbaren Anstieg wieder auf das vernünftige Maß zurückbringen. Wir wissen, dass vor allem Gewaltdelikte auch im Zunehmen sind, dass Einbruchdiebstähle im Zunehmen sind und dass auch die Körperverletzungsdelikte, kleine Körperverletzungsdelikte im Zunehmen sind. Wir sehen uns das sehr, sehr genau an und sehen dabei, dass vor allem die urbanen Räume besonders betroffen sind. Wir sehen aber auch, dass es insbesondere bei den Asylwerbern und Asylberechtigten in einzelnen besonderen Agglomerationen zu besonderen Übergriffen kommt. Da ist Wien insbesondere an neuralgischen Stellen ein besonderer Hotspot geworden und ein besonderer Brennpunkt geworden. Und daher wird es für uns notwendig sein, dieses Augenmerk insbesondere auch auf die urbanen Zentren zu legen. Wir haben deswegen gemeinsam mit dem Justizminister und auch mit dem Verteidigungsminister beschlossen, einen Aktionsplan Sicher ist Österreich den Menschen vorzustellen, der aus wesentlichen 5 Rahmenbedingungen oder 5 einzelnen Teilen besteht, die es unterschiedlich in der Intensität auch zu bearbeiten gilt. Da ist in erster Linie die Präventionsarbeit. Die Präventionsarbeit muss bei allen unseren Überlegungen im Vordergrund stehen, denn wir wollen, und das ist die Aufgabe der Polizei, Delikte schon im Keim erkennen und sie verhindern. Denn jedes Delikt, das wir verhindern können, ist ganz wesentlich für, nicht nur für die Statistik, sondern auch für das subjektive Sicherheitsgefühl der Leute wichtig, weil das, obwohl die Rate deutlich zurückgegangen ist der Delikte, hat sich das subjektive Sicherheitsgefühl nicht verbessert. Wenn wir das Burgenland hernehmen, mit der geringsten Kriminalitätsrate, mit der höchsten Anzahl an Polizisten, aber mit dem schlechtesten Sicherheitsgefühl der Leute, dann müssen wir wissen, dass wir insbesondere in der Prävention ansetzen. Wir brauchen aber auch in der Säule der Ermittlung und des Kontrolldruckes, diesen 2 Säulen, ein deutliches Zeichen. Diesbezüglich habe ich mit den Polizeipräsidenten von Wien und den Landespolizeidirektoren der anderen Bundesländer und mit dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit auch vereinbart, dass wir insbesondere mit dem Augenmerk auf Wien und auf die urbanen Zentren den Kontrolldruck für die einzelnen wirklichen Brennpunkte verschärfen. In den nächsten 2 Wochen wird dort auch die einzelnen Maßnahmen und die einzelnen Maßnahmen vorzustellen sein. Sie kennen sie in Wien ganz deutlich. Das ist der Praterstern, das ist der Schwedenplatz zum Teil und das ist vor allem die breite Linie an der U6. Und das, was uns am Linzer Bahnhof gelungen ist mit einer sehr klaren Einsatzstrategie der Polizei, das wird uns auch in den anderen urbanen Zentren gelingen. Es ist als 4. Säule war ganz entscheidend wesentlich, dass wir auch schnellere Verfahren zustande bringen. Und diesbezüglich auch einen klaren Ansprechpartner bei der Justiz brauchen.
Sie kennen alle den tragischen Fall des Brunnenmarktes und des Kenianers, der dort die Straftat begonnen hat und der ein Register von Straftaten hatte, nie aber aus dem Verkehr gezogen wurde, so quasi nie eingesperrt wurde und wir in dieser Situation nicht in der Möglichkeit hatten, auch in der Prävention das dementsprechend zu erkennen. Und die Nachschärfungen sind daher für uns auch auf gesetzlicher Basis, aber vor allem in einer schnelleren Abwicklung der Strafverfahren ganz entscheidend. Denn sehr viele, die in der Erstinstanz verurteilt werden und in die Rekurs gehen, tauchen dann unter. Um das zu verhindern, soll auch dementsprechend das Fremdenpolizeigesetz im Herbst adaptiert zu werden, um sie dort dementsprechend auch in Schutzhaft zu nehmen zu können. Es kann ja nicht sein, dass wir stillschweigend akzeptieren, dass Leute, die auch wenn nur in der ersten Instanz und noch nicht rechtskräftig, aber in der ersten Instanz verurteilt sind, ganz einfach untertauchen. Und ein wesentliches Moment ist das fünfte Moment der Rückführungen. Vollkommen richtig. Und das hat schon der Sicherheitssprecher Amon ausgeführt, dass wir in dieser Situation in den letzten Jahren einen Anstieg hatten, was die Rückführungen betroffen hat. Im konkreten Fall des Nigerianers haben wir aus polizeilicher Situation den Antrag an die Botschaft gestellt, ein Heimreisezertifikat zu bekommen. Wir haben sämtliche Nachrüstungspapiere geliefert. Nur die Botschaft hat sich eine Auskunft verweigert. Erst aus dem tragischen Fall, der wäre schon zur Abschiebung bereit gewesen, erst nach diesem tragischen Fall hat die Botschaft dann tatsächlich reagiert und hat dieses Heimreisezertifikat auch jetzt für andere ausgestellt. Und das ist für uns ein ganz entscheidender Moment. Rückführungen können nur dann stattfinden, und das wissen Sie alle, wenn wir die nötigen Heimreisezertifikate haben. Und ich bitte alle, dabei behilflich zu sein, dass wir die Heimreisezertifikate bekommen. Ich nehme gerne jede Initiative aus jeder Fraktion, jeder Partei entgegen, die uns dabei hilft, die Heimreisezertifikate zu bekommen. Sie sind herzlichst eingeladen, meine Damen und Herren. Wir haben eine Situation, Wir haben eine Situation, dass wir 2015 8.355 Leute rückschieben konnten. Und wir sehen, dass die freiwillige Rückführung das Entscheidende ist. Der freiwillige Rückgang und Rücktransport ist für uns der ganz entscheidende Punkt. Es hat sich gezeigt, dass 2016 mittlerweile 2.785 Rückschiebungen stattgefunden haben, das ist ein Anstieg um über 30%. Wir werden diese konsequente Politik weiterführen. Wir brauchen aber auch noch die rechtliche Basis dazu. Und dazu kommt ein zweites dazu, dass wir in unseren Gefängnissen etwa 46% unserer Insassen sind österreichische Staatsbürger und 54% sind nicht österreichische Staatsbürger. 21% kommen aus dem EU-Ausland. Und 33% kommen aus dem Nicht-EU-Ausland. Und da ist die Initiative auch des Justizministers, diese Damen und Herren mit polizeilichen Maßnahmen auch in die Ursprungsländer zurückzubringen, um dort ihre Reststrafe zu verbüßen. Dann ist es auch möglich, Leute verstärkt hereinzunehmen und auch wieder den Verurteilungsdruck zu erhöhen. Ich denke, dass dieses fünfteilige Konzeptpapier, das ganz wesentlich mit der Prävention beginnt, und dort geht es darum, dass auch die Ministerien, Unterrichtsministerium, Gesundheitsministerium, Sozialministerium ihre Aktionspläne schärfen, damit wir beginnend, und das muss unser aller Ziel sein, meine Damen, es muss das Ziel sein, dass wir Kriminalität verhindern. Polizeiliche Aufklärungsarbeit und Präventionsarbeit ist dabei eine wesentliche Stütze. Und ich freue mich auf die Diskussion, auf Ihre Beiträge, denn ich glaube, wenn wir gemeinsam, jeder in seiner Sicht der Dinge, die einzelnen Maßnahmen noch von den verschiedensten Seiten beleuchten, dass wir dann ein Paket schnüren können, das den Österreichern präsentiert werden kann, als ein Gesamtes. Meine Damen und Herren, die Sicherheit hat keine politische Farbe. Die Sicherheit hat nur eine. Und die heißt Österreich. Und in diesem Sinne sind wir alle verpflichtet, für die Sicherheit unserer Landsleute unseren Beitrag zu leisten.
Von 2014 auf 2015 sind die Verbrechen um 1,9% zurückgegangen. Jetzt wird wieder ein Anstieg registriert, sagt der Innenminister, vor allem in städtischen Ballungsräumen. 2015 gab es 8.300 Rückführungen, das soll ausgebaut werden. Oft fehlt dafür aber die rechtliche Basis.